Ich habe lange überlegt und bin zum Entschluss gekommen, Harry Potter wird wieder zum Kind. Ja, mit ihm kann man es ja machen, weil Harry Potter, der bekommt jetzt, Achtung, das FSK 0 Spray, geeignet für alle Erwachsenen, die sich gerne etwas jünger fühlen wollen. Weil mit Harry Potter geht's ja, der ist momentan erwachsen, jetzt ist halt wieder, wird er wieder zum alten Harry Potter aus dem ersten Film, sagen wir mal. Mach mich hiermit bitte zum Kind. Ich mach dich zum Kind, mein Freund. Dann leg mal los. Auf geht's, komm. Was für eine Verjüngungskur. Nur der Schädel ist genauso groß. Danke, endlich kann ich wieder Kind sein. Yay! Ab jetzt werde ich mich ganz kindisch verhalten. Zeig mal. Oh, das ist leider Harry Potter. Er muss noch ein bisschen krabbeln. OMG. Butz. Yeah, supi. Also rein von der Logik. Es ist schade, dass wir keinen Son Goku haben. Zu dem hätte das gepasst. Dass man den wieder zum Kind macht. Wie in Dragon Ball GT eben. Guck, da tut der Harry in der Pfütze rum, dümpeln. Jetzt legt er sein Zimmer auseinander. Ja, da macht sich ein... Okay, das habe ich nie gemacht, aber... Yay. Hat sich eingebunkert in einem Sofa. Der hat Spaß. Ja, kindisch verhalten. Kind sein ist echt klasse. Harry Potter ist jetzt offiziell wieder ein Kind. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay. Aber damit nicht genug. Nein, wir wollen noch jemanden wieder erwachsen machen. Grundschulen mag es natürlich nicht. Warum? Wie wär's mit Toadette? Wenn die erstmal erwachsen ist, können sich auch Kerle in die verknallen. Damit haben wir ein Mädel mehr. Guten Tag. Und deswegen machen wir das jetzt so. Du bekommst hier ganz offiziell das Ab 18 Spray. Mach mich hier bitte zum Erwachsenen. Ja, mach ich sehr gerne. Probieren wir es mal aus. Ich habe ihr Geburtsdatum eingegeben, 2003, der Release von Mario Kart Double Dash. Und jetzt ist sie erwachsen. Hey, zieh mich nur an. Ich bin ganz erwachsen. Yay. Ab jetzt werde ich mich immer ganz erwachsen verhalten. Fangen wir mit der Stimme an am besten. Yeah, Designer-Toadette. Wow. Sie hat's einfach drauf. Mhm. Yeah. Da geht's arbeiten. Ja, mit SpongeBob kam das noch ein bisschen cooler, muss ich zugeben. Schlürf deinen Kaffee, sonst schläfst du ein. Tada! Oh, voll die Manager-Braut. Peak für ein Restaurant essen gehen. Oh Gott, ich bin gespannt, wer sich in die verknallt. Aber man ist ja für alles offen, ne? Und wie ist es? Vielen, vielen Dank. Erwachsen sein ist echt klasse. Das freut mich doch. Toadette ist erwachsen. Sie isst so gerne Katzen. Oh, da gehen wir im Drachen, damit du ein bisschen jung bleibst. In jedem von uns steckt doch noch ein Kind. Vor allen Dingen, wenn man schwanger ist. Jetzt isst du mal einen Döner. Nur damit wir uns richtig verstehen. Döner ist gut. Demnächst wollte ich einen essen, ey. Aber kam nicht dazu. Dieses Spiel bringt einen in Versuchung. Eggman und Layton. Ach, der Eggman ist doch vergeben. Guten Tag. Der hat doch jetzt die Angelina als Freundin. Ich will Layton mit jemandem bekannt. Ja, so machen wir es. Was meinst du, sollte ich ihm Bella vorstellen? Warte mal, Bella? Die ist doch schon mit Chuck Norris zusammen. Anderes Mie. Bitte. Wie wäre es denn mit Christina? Ja, das ist sehr gut. Warum nicht? Was meinst du, wäre ein gutes Gesprächsthema für die beiden? Christina Aguilera und Professor Layton. What? Liebe. Okay, dann will ich die beiden mal herholen. Wahrscheinlich, wenn man über Liebe redet, dann geht es eher in Richtung Beziehung. Guck mal, das ist Christina. Guck mal, das ist Herschel Layton. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Das Ganze in Dr. Eggmans Geheimbasis. Hä, was? Oh nein, das heißt quasi, dass es nicht gut ankommt, oder was? Wenn ein Fragezeichen ist, oh nein, die passen wohl nicht so zusammen. Anders kann ich mir diese Fragezeichen nicht erklären. Doch, immerhin befreundet. Das ist doch mal ein Anfang. Na, da freut er sich. Die Ivo. Danke für deine Hilfe. Die beiden konnten sich miteinander anfreunden. Sehr gut.
Party in the house. Dr. Eggman. Sieht nicht aus. Keine Ahnung, da Ballade. Kriegt jeder bald jeden Song. Fertig aus. So, Kaleidoskop. Ja, ist ja schon. Ist ja schon nett. So, und was hat jetzt Snoop Dogg? Oh, die streiten sich. Und ruckzuck Christina geht rüber zu Snoop Dogg und fetzt sich mit dem. Ich bin so wütend. Ich kann mich kaum beherrschen. Wir wollen ja nicht unterschlagen, dass Snoop Dogg Christina ein Liebesantrag, Liebesgeständnis machen wollte und sie zweimal nicht erschienen ist und jetzt fliegen die Fetzen, ja? Ich habe mich mit Christina gestritten. Ich bin so wütend. Das glaube ich dir aufs Wort. Vertragt euch. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Locker flockig, du kriegst mal was zu essen. Welche Speisen helfen denn zur Beruhigung? Ein Steak. Du kriegst das letzte Steak, mein Freund. Schweineteuer, also. Halt die Backen. Hilft das schon mal? Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Na sicher, das. Wär doch gelacht. Ist echt schade mit euch zwei beiden. Aber so hat er jetzt einen Layton. Also, bald hoffentlich. Was ist jetzt los? Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Hab ich gewundert wegen dem Zoom. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Passt. Also, what's the matter? Schick ihn auf die Bretter. Hüfte shaken hier. Sehr gut. Danke, wir haben uns vertragen. Das ist doch mal ein Anfang. Aber ja, vielleicht seid ihr ja das optimale Ehepaar, oder? Jetzt, wo die Fetzen fliegen, kann das nur bedeuten, dass ihr, ja, das optimale Ehepaar seid. Glück, da ist noch was. Wir haben noch gar nicht unsere Runde gemacht, was es Neues gibt auf der Welt. An Nachrichten und zu kaufen. Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Ebenbild von LP Markus? Ach, Professor Eich, weißt du. Alles gut. Ich habe gehört, dass Angelina mit mir befreundet sein will. Nee. Wirklich? Na gut. Nee. Geht halt nicht, weil was bringt's? Sie ist ja schon zusammen. Mir geht's immer nur um Beziehungen. Guck, Marilyn Monroe, die ist ein bisschen high, glaube ich. Wobei sie ist ein jetzt wieder Rolle rückwärts. Ganz genau. Fein machst du das. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, das sie hat. Wir gucken mal bei den beiden Pärchen vorbei. Haus von Mr. Bean und Katy Perry. Und hier ist Bella Swan. Das ist interessant. Wahrscheinlich können die verheirateten Mies zu den anderen Häusern rübergehen. Und Mr. Bean ist gerade nicht da. Und ja, die beiden lästern über ihre Ehegatten. Okay, Mr. Bean und Chuck Norris sind jetzt nicht die Herren von Welt, aber meine Güte. Da wird geblubbert und gelästert. Oh, ich erzähle, weißt du, der hat das letzte Mal vergessen, die Klospülung zu betätigen. Ich dachte, das hat gestunken die ganze Zeit. Ja, da sehe ich, was mein Mr. Bean, der ist aber manchmal auch ganz schön. Ach ja, diese Lästerschwestern. Jetzt weiter im Text. Die Mii-Nachrichten warten und rufen. Alf, sag an. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Kannst kaum über den Tisch gucken. Wie sich herausstellte, hat Sordette einfach im Zahn. Wie man hier erkennen kann, haben sich im Zahn von Sordette Bakterien eingemacht. Hä? Berichten zufolge hat Sordette vergessen, sich die Zähne zu putzen. Nachdem sie jede Menge Cornflakes und Äpfel verzehrt hatte. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ran an den Speck, wurde auch Zeit. Verstehe, das ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Gordon Shambay und das waren die Nachrichten um 5 Uhr. Ja, das gehört alles zum Erwachsenwerden dazu. Nein, das gibt's auch als Kiddie. Abendmarkt, wieder Frauentreff, wer ist es? Oha, mal andere. Zu dritt. Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Jetzt also mit Marilyn und Christina. Das Gefühl kenne ich. Da lauschen wir jetzt mal ein bisschen. Wie werde ich eine bessere Sängerin? Da fragst du die Richtigen. Ich nehme Unterricht bei jemandem, der wirklich gut singen kann. Üben, üben, wo üben. Was bedeutet eigentlich Glück?
jede Menge Schaukelpferde um dich herum. Da bin ich mir fast sicher. Wie werde ich eine bessere Sängerin? Du wiederholst dich. Okay, dann hauen wir wieder ab. Ich bin mal gespannt, wann es mal einen Männertreff gibt. Was ist mit denen los? Aber die sind halt eh... Die sitzen nur an der Bar und reden über Fußball, ja? Jawohl, das wäre gar nicht so schlecht. Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund, Deutschland. So, so ungefähr hat man sich das dann vorzustellen. Ein fast runder Betrag. Da freuen wir uns doch. Ein Loch ins Nasenloch. Oh mein Gott. Heute stimmt irgendwas nicht. Hey, Johnny! Ich habe gerade erschrocken, wessen das ist. Kein Promi. Okay, was wir noch nicht haben, kaufen wir. Gazpacho, Karamellcreme, Pfannkuchen. Vielen Dank. Sieht aus wie ein Pfannkuchen. Und damit zum Hutmacher. Willkommen. Da kann er uns einen Hut nach meinen Wünschen machen. Was? Papierhut, das ist cool. Das ist, wenn man malert. Ein Helm muss Zeitungspapier sein, hat auch jeder schon einmal getragen. Vielen Dank. Ja, wenn man die Wände streicht, bevor man ganz... Ja, hatte ich nicht, als ich meine Wohnung gestrichen habe, auf die Decke 100 Mal. Schön, dass ich jetzt auf die Idee komme. Charlie Sheen, Kochoutfit. Peter Pepper einziehen lassen. Irgendwie gefällt mir das kaufen. Mustershirts, Wildlederjacke. Vielen Dank. Kochoutfit. Irgendjemanden könnte ich es geben, der dann nach Herzenslust willkommen etwas brutzelt. Okay, pass auf. Gut. Versailles ist ein bisschen zu teuer. Das Schloss Versailles. Frauentreff, Abendmarkt. Jetzt gibt es noch eine Wundertüte. Versuch doch mal dein Glück. Willkommen. Vielen Dank. Willkommen, Sie haben Post. Ein Pinienzapfen. Was willst du da schon wieder verzapfen? Orange. Und Käsekuchen. Ja, Nom. Okay, soweit so gut. Gucken wir am Strand, wer da rumläuft, rumdackelt. Toudette, die genießt ihr Erwachsensein, indem sie einmal um das Meer herumläuft. Viel Spaß damit. Guck schon wieder was Freundschaftliches. Wobei es von Angelina ist, das kann nichts Gutes bedeuten. Was ist geschehen? Guten Tag. Sie hat Freunde, sie hat einen Partner, was ist es? Ich denke, Selena Gomez und ich sind richtig gut befreundet. Ajo. Was hältst du von Selena Gomez und mir? Ja, warum nicht? Ja, toll. Echt? Dann steht einer noch engeren Bindung ja nichts im Weg. Alles cool. Das kannst du dir auch selbst deichseln. Also das hättest du dir selbst überlegen können. Chuck Norris. Oh, die beiden. Mit einem halben Jahrhundert Altersunterschied. Okay. Wirklich, 50 Jahre? Guten Tag. Halbes Jahrhundert. War der schon alt? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles. Na gut, warte mal. Wir haben genug. Wir haben genug. Warte mal. Mantel, Folklore. Was richtig Cooles. Muskel. Irgendwie passt es zu dem. Ich hätte jetzt eher an was anderes gedacht, aber... Was richtig Cooles. Echte bayerische Bohème. Okay, wo ist denn jetzt dieses Koch-Dingens überhaupt? Das passt ja noch besser. Wie komme ich gar nicht entscheiden? Nee, das muss jetzt sein. Wo ist es? Wo hatte ich es? Wo habe ich es hingelegt? Da. Das passt noch besser als die bayerische Lederhose und das Muskelshirt. Ja. Oh, schön. Deine Bella wird dich lieben. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh, wie niedlich. Chuck Norris. OMG. Burger reinhauen. Rettet eine Würde irgendwie. Alles gut? What the fuck? Er verabscheut Cheeseburger? Was? Du hast dir das Kleid
vollends verdient, Chuck. Das geht mal gar nicht. Guck, wie er da steht in seiner Schürze. Ah, die Schürze macht die richtige Würze. Hey Rocco, ewig nicht mehr gesehen. Du bist im Banner oben, aber man sieht dich kaum noch als Mii im Game. Was los? Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Ebenbild von LP Markus? Es kommt mir vor wie Jahrzehnte. Ich habe Hunger. Tja. Oh man, arme. Astronauten, nein. Schmeiß dir eine Frikadelle rein. In den Rachen, da hast du gut zu lachen. Chuck Norris mag keine Cheeseburger, also. Ich weiß ja nicht so recht, was ich davon zu halten habe. So. Im nächsten Part wird wieder gesungen. Ich verteile so viele Lieder, ich kann noch irgendwas mal wieder singen. Und dann zieht wahrscheinlich auch ein neuer Bewohner ein. Okay. Na? Und hier ist noch Marilyn Monroe, die etwas ein Problemchen hat. Wir helfen doch gerne. Hallihallo, schön dich zu sehen. Die Ehre ist mal ganz meinerseits. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Cooles. Sehr schön, ihr kommt mir heute richtig gelegen. Nein doch. Du bekommst die Lederhose. Gerade weil's halt für Kerle designt ist. Guck mal, eine deutsche Marilyn Monroe. Tja, Deutschland. Bitte, heute haben wir doch ein bisschen was getan für die Allgemeinheit. Mr. Burns ist hier. Todetta ist erwachsen. Slayer im Markt. Ja, ich würde sagen, meinen Leuten geht's gut. Erstmal ein Durchschnittspart. Jemand ist erwachsen geworden, jemand ist wieder zum Kind geworden. Jetzt ist Bella auch noch mit dabei. Manchmal denke ich, irgendwie ist alles so. Naja, ist klar, was ich meine, oder? Er ist ein Alien. Und ob, klarer als du denkst. Eben. Hey, worauf willst du überhaupt hinaus? Ja. Klar, verstehe total, was du meinst. Das sind echt Frauengespräche. Ohne Sinn, ohne aneinander vorbeigerede ist das. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in letzter Zeit zugenommen habe. Das ist immer nur der Fall, das sagen die immer nur. Wusste ich es doch. Ist mir auch gleich aufgefallen. Super, Schlag in the Face. Du siehst aber genauso aus wie immer. Gerade noch die Kurve gekriegt. Aber Iwata ist auch ziemlich attraktiv, oder? Na, hör mal. Ja, absolut. Ist mir auch aufgefallen. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Mit diesen Szenen verabschieden wir uns für heute. Beim nächsten Mal, wie gesagt, ein neuer Song, ein neuer Einwohner. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao. Alles klar bei dir.